Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Kampf um den Kurs. Wir fahren heute Pilzschlucht und zwar gegen BU Bot bzw. Blacky. Ich weiß nie, wie ich ihn in den Videos nennen soll. Ja, beim letzten Mal bzw. bei den letzten beiden Malen haben wir diese Strecke, Pilzschlucht eben. Juhu, Spiegel! Er hat sich gerade darüber beschwert, wenn Spiegel kommt, dann wäre das kacke. Geht mir aber ähnlich, muss ich sagen. Also das wird ein recht gurkiges Match zwischen uns beiden, nehme ich mal an. Es sei denn, er überrascht mich jetzt vollkommen und das, was er geschrieben hat, ist vollkommen eine Grütze. Ja, beim letzten Mal konnten wir diese Strecke zweimal sehr, sehr glücklich und sehr, sehr knapp verteidigen. Dieses Mal haben wir einen Gegner, der es uns nicht einfach machen wird, so viel sei gesagt. Das kann man auf jeden Fall feststellen. Mein Start war jetzt schon nicht optimal und jetzt zieht hier schon Windschatten. Und fährt übers Offroad. Jawohl. Nee, keine Ahnung, das hat natürlich geleckt. Okay, und da ist er runtergefallen, weil er irgendwie gegen die Wand gefahren ist. Gegen den Pilz wahrscheinlich gefahren ist. Ja, er hat gerade gesagt, Spiegel wäre nicht so sein Ding. Kann ich nachvollziehen, ist auch eher, ehrlich gesagt, nicht allzu sehr mein Ding. So, hier ziehe ich jetzt mal einen Stunt, damit ich nicht zu kurz fliege. Weil das Wichtigste ist, gegen, ja, in diesem Rennen jetzt gerade nicht runterzufallen. Ja, die letzten beiden Siege, in Anführungszeichen, eins war ja sogar ein Unentschieden. Ne, eigentlich waren beide ein Unentschieden, aber das eine war wenigstens kein 2:2, 2:2 Unentschieden, sondern ein 3:1, 1:3 Unentschieden. Das geht dann ja noch. Da fühle ich dann immer, ja, das fühlt sich dann immer noch ein bisschen überlegener an, bis zumindest. Ja, also ich versuche jetzt hier nicht irgendwelche Top-Zeiten zu fahren, jetzt noch, ich versuche jetzt einfach ordentlich nochmal durchzufahren. Aber ich muss auch sagen, dass ich auf Spiegel echt null Plan habe, wie ich hier ordentlich über die grünen Pilze komme. Ich meine, auf 150 habe ich in letzter Zeit auch irgendwie verlernt, wenn man das so sagen kann, aber naja, einmal runterfallen seinerseits ist natürlich da schon tödlich. Und jetzt ist er nochmal runtergefallen. Ja, vielleicht übt er jetzt auch für die folgenden Rennen, kann man ja auch durchaus machen, wenn das Rennen eh schon so gut wie verloren ist. Ich bin halt jemand, der fährt recht selten runter, wenn ich schon genügend Vorsprung habe. Auf Pilzschlucht die letzten beiden Male war es ein bisschen anders, muss man zugeben. Aber in der Regel bin ich dann doch etwas sicherer. Ja. Wie man hier wunderbar demonstriert bekommt. Ich weiß es nicht. Ich hoffe... Ja, was heißt ich hoffe? Ich kann nur versuchen, diese Strecke zu verteidigen mit allem, was ich kann. Und mit allem, was jetzt gerade funktionieren sollte. Wie gesagt, Spiegel im Non-Item-GP wird ein wenig gurkig, wie man hier schon sieht. Okay, der Goomba zieht irgendwie weiter nach innen, wenn man zu langsam ist. Hallo, Bot. Ja, er hat Items eingesetzt. Oh mein Gott, ich habe das Rennen gewonnen. Ja, was ein Wunder. Ich habe es auch so gewonnen. Juhu. Gut, mal sehen, was gleich noch so drin ist. Juhu, er beschwert sich jetzt, dass ich bei einer Wolke nicht stehen geblieben bin, die er hatte. Aber natürlich nur aus Spaß. Also, so weit sollte man dann noch nachvollziehen können, dass das Stehenbleiben nicht so weit gehen muss. Ja, was wollte ich noch sagen? Ich finde es ein bisschen schade, dass Bot nach dem Turnier bzw. nach seinem Finale gegen Mio im One-on-One-Item... Okay, jetzt haben wir uns gerade gegenseitig irgendwie gerammt. Keine Ahnung, wie das ging, weil eigentlich war ich schon weit zurück, wo er gerammt wurde, aber naja. Wie gesagt, im One-on-One-Item-Turnier gegen Mio hat Bot ja im Finale verloren und hat irgendwie einen Hackproof vorgebracht und dieser Hackproof war mehr oder weniger total schwachsinnig. Also eigentlich war er total schwachsinnig, weil das kann man nicht als Hackproof akzeptieren. Und jetzt will er die Clan-Szene offenbar quitten und Mario Kart Wii auch. Und jetzt will er einfach noch ein paar Matches... Ach, wieso? Meine Güte, das muss ein bisschen besser werden. Also das war jetzt natürlich total selbstverschuldet, das kann man nicht anders sagen. So wie auch vieles auf dieser Strecke, aber naja. Ich glaube ein 2:2 im Item-GP. Nee, eigentlich sollte das nicht mein Ziel sein. Das ist scheiße, wenn ich immer nur auf 2:2 spiele. Das darf man nicht machen. Mittlerweile kriege ich das hier wenigstens ordentlich hier mit dem Wheelie. Aber das werde ich wahrscheinlich im nächsten Rennen auch wieder derbe verhauen. Und dann falle ich wegen sowas dann runter. Naja. Jedenfalls wollte er nach diesem Match gegen Mio dann die Clan-Szene irgendwie quitten. Und vorher noch ein paar Matches gegen mich fahren. In Zahlen 2, die wir jetzt auch am Stück fahren werden. Und zwar auf meinen beiden Strecken Pilzschlucht und Regenbogen. Welche danach noch mir gehören, steht bis jetzt noch in den Sternen. Aber in Kampf um den Kurs, ich weiß nicht, ob er da auch aufhören will, wird. Weil da hat er ja, keine Ahnung, 10 Strecken
20 Strecken, nee, das nicht, aber 15 Strecken vielleicht sogar. Naja, eher 10 Strecken. Jetzt bleibt er am Ziel stehen, juhu. Und den Pilz eingesammelt, yes. Erz drauf. Ja, 1 zu 1. Ich hoffe, dass wir können noch, also ein Rennen müssen wir auf jeden Fall noch gewinnen, ansonsten wird das hier ein Desaster. Boah, in meinem Zimmer ist es irgendwie gerade so schwül warm, das ist gar nicht mehr schön, ey. Das, ich weiß nicht, ich habe heute schon mehrmals durchgelüftet, aber irgendwie, keine Ahnung. Es wird nicht besser. Wahrscheinlich ist die Luft draußen so, dass es nicht mal durch Wind irgendwie eine Verbesserung gibt, wer weiß. Ja, hier muss ich jetzt ein bisschen komischer fahren, aber ich bin ja im Endeffekt... Ich weiß nicht, was los ist. Also, bei sowas, da muss man einfach nur den Kopf schütteln. Ich weiß nicht, warum ich an solchen Stellen runterfalle. Das ist mir an der Stelle hier noch nie passiert, glaube ich. Und jetzt, keine Ahnung. Jetzt kriege ich es hier bei den Pilzen ordentlich hin, aber da vorne nicht mehr. Also, naja. Was man jetzt tauscht, gegen was, welche dumme Fahrweise gegen welche, bleibt mir selbst überlassen. Aber das ist natürlich sehr schade, dass das Match hier so kampflos quasi an ihn übergeht. Also was heißt das Match? Die Rennen hier, die letzten beiden. Gut, der erste ging kampflos an mich über und deshalb ist das Match auch irgendwie kein bisschen... ja, die Rennen an sich sind kein bisschen spannend. Das Match könnte noch spannend werden. Das wird man dann sehen. Aber jetzt können wir mit Ach und Krach nur noch so ein 2:2 rausholen eigentlich. Und das... Naja, ist immer eine blöde Ausgangssituation. Ich habe es wesentlich lieber, wenn ich vorher führe. Ja, mir wurde auch geschrieben, dass es doch sinnvoller sein könnte, hier auch mal Pilze zu überspringen. Ich weiß nicht, vielleicht sollte ich das tatsächlich machen, weil manchmal bietet sich das auch an, wenn man falsch auf dem grünen Pilz landet. Aber, naja, wir werden sehen, ob ich hier nach dem Match überhaupt noch die Strecke halte. Einfach ein bisschen sinnvoller fahren, das wäre doch schon mal was. Das wäre auf jeden Fall schon mal was. Und nicht hier runterfallen. Ich weiß auch nicht, warum mir das eben passiert. Jetzt hier wäre es eigentlich beinahe schon wieder passiert. Auch wenn ich das gerade sehr gut irgendwie abgefahren habe an der Stelle. Seltsam. So, ist das sinnvoll, hier den Pilz zu überspringen? Eigentlich ja irgendwie schon. Ich glaube, ich mache das jetzt in den nächsten Rennen so, dass ich da den Pilz überspringe. Wenn ich nicht anders hinkomme. So, jetzt reißen wir uns mal zusammen und denken einfach ein bisschen positiver. Ich weiß nicht, ich bin schon so ein bisschen in Untergangsstimmung, was die Strecke betrifft. Aber das soll man natürlich noch lange nicht sein. Selbst wenn wir das Rennen hier verlieren, dann sind wir ja mit einem 4-0 theoretisch immer noch weiter. Aber essentiell wird jetzt das Rennen hier zu gewinnen. Ansonsten wird das nichts mehr, nehme ich an. Ja, also ein 4-0 gegen Black im Item-GP, unwahrscheinlich, dass das funktioniert. Er zieht hier auch noch den Doppeldrift, das ist auch eine Methode, die ist durchaus sehr zeitsparend, aber naja. So, jetzt ziehen wir mal hier rüber mit dem Wheelie. Aber ihr seht schon, er fährt auch gut. Also das haben wir jetzt in den ersten Rennen zwar gar nicht gesehen, weil ich da einfach immer zu schlecht war, aber naja. Gut, hier bin ich glaube ich sogar ein bisschen besser weggekommen als er, weil er da nochmal auslenken muss jetzt. Aber leider hat es mir nicht so viel gebracht und hier bin ich jetzt auch noch ein bisschen geburkt, ja. Wir versuchen ihn einfach noch ein bisschen durch Druck, ein bisschen Druck zu versetzen. Aber so klappt das natürlich nicht, wenn ich so weiterfahre. Ja. Oh Mann, es wäre mir lieber gewesen, wenn wir 4 Rennen lang hätten normal fahren können, aber ist ja auch egal. So, jetzt versuchen wir hier nochmal ranzukommen. Auch wenn ich wahrscheinlich schon wieder zu seltsam fahre, aber naja. Da sah es jetzt so aus, als würde er runterfallen, aber es sind natürlich alles nur Lecks. Jo, tolle 38,3 und so. Nee, ich weiß nicht. Ja, es ist, ich fahre nicht gut gerade. Es ist, vielleicht wird es hier noch besser. Auch wenn es auf der Strecke jetzt wahrscheinlich nichts mehr werden wird. Aber ein 4-0 soll man nie ausschließen. Kann immer wieder passieren. Und jetzt hat er gerade ein bisschen gefailt, aber ich glaube selbst das... Da kommen wir zwar noch mal ein bisschen ran, aber das habe ich mir vorher schon lange verspielt, hier noch mal durch, hier noch mal ranzukommen. Jo. Also, da müsst ihr jetzt schon gegen die Goomba oder so fahren, damit er das noch verkackt. War gegen die Goomba. Na, schade. Aber hey, wir sind nochmal fast in Windschattenreichweite gekommen. Das war immerhin ein Zeichen des Widerstandes, auch wenn 2 Rennen kampflos aufzugeben gegen ein Rennen kampflos aufzugeben, das ist natürlich ein bisschen blöd, ja. Gut, versuchen wir jetzt nochmal unserem Item-GP unser Bestes zu geben. Wenn nicht, dann halt Pech gehabt.
Juhu, und da sind wir wieder zurück im Item-GP, jetzt auf 100 CCM. Deutlich besser als Spiegel, finde ich, aber er wahrscheinlich auch. Mal sehen, was daraus wird. Erstmal ein Item auf 2 geilen und da ist schon direkt die Wolke. Ja, wunderbar, herrlich. Ich glaube, der bleibt da außen stehen, ja. Ja, abgegeben. Das ist immer das Schöne, wenn man so ein bisschen links, rechts fährt, dann kann man den Gegner die Wolke so mit aufzwingen. Hier wartet er natürlich, weil er will, dass ich kein Item mehr auf 2 ziehe, ist klar. Aber dadurch, dass der Gap Jump auf 100 CCM nicht funktioniert, haben wir hier schon mal einen Vorsprung. Naja gut, er ist schon direkt wieder dran. Hat wahrscheinlich Pilze gezogen, nehme ich an. Wäre jedenfalls denkbar. Und hier gurke ich dann auch noch ein bisschen. Aber wir sind vorne. Wenn er jetzt die Wolke ziehen sollte, kommt er halt gar nicht mehr ran. Das ist halt das Gute. Und ich fahre hier wieder wie der letzte Idiot. Juhu. Na, ist die Frage, ob man jetzt was nach hinten legen sollte. Ich habe so ein Gefühl, dass Bot da ausweichen kann. Und wenn er Red Shells hat, mir dann einen reinhämmern. Könnte ich mir auf jeden Fall denken. Nee, da fährt er nicht rein. Und hier fährt er auch nicht rein. Schade. Ja, ich versuche jetzt nach hinten zu hämmern, was ich habe. Ich meine, selbst wenn er Red Shells hat, aber dann hätte er auf jeden Fall schon was geschossen. Nee, okay, der hat einen Green Shell. Ja, toll. Sinnvoll. Mit der Banane treffen, aber dann ins Offroad fahren. Herrlich. Ich gucke zu viel in den Rückspiegel gerade. Einfach ein bisschen mehr ego-bezogener fahren. Ja, das macht mehr Sinn. Ich weiß nicht, mein Commentary ist heute gerade auch nicht so toll. Ich laber irgendwie zu matchbezogen. Ja, da war ich da aus, ist klar. Wahrscheinlich hebt er sich einen Pilz auf. Kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Macht er ja gerne mal. Und ist auf 2 auch alles... Ja, ist auf 2 auch nur sinnvoll. Nein, ja, geil. Juhu. Rückspiegel FTW und so. Wie war das? Aber meine Reaktion war gerade auch dann richtig für den Arsch. Hat er jetzt noch was an Pilzen? Ich könnte es mir fast vorstellen. Ja, dann ist das 3... Ne, das 1 zu 3 für ihn auf jeden Fall schon mal sicher. Und dann haben wir das Match auch eh verloren. So. Und... Bam. Na, schade. Die Bombe ist auf jeden Fall weit geflogen. Es wäre episch gewesen. Aber nee. Nee. Ist in Ordnung. Ich meine, haben wir Pilzschutz halt verloren. Wir haben sie auch schon lange Zeit gehabt. Von daher... Ja, kann man mal wieder abgeben. Und jetzt kann ich mich auch mal ein paar neueren Strecken widmen, auf jeden Fall. Sinnvoll. Meine Güte, ich muss mir ernsthaft wieder mal einen Ventilator in mein Zimmer stellen, ansonsten gehe ich hier unter, ey. Vom Klima her, das geht gar nicht. Ich meine, ich schwitze jetzt schon beim Fahren. Ich meine, das tue ich sonst ab und an auch mal, weil Mario Kart fahren ist immer sehr anstrengend, aber wenn es dann noch so ein Wetter ist, dann ist echt hart. Ja, ich fahr jetzt einfach mal vorne weg. Ich meine, wir haben jetzt eh schon verloren. Fahren wir einfach noch ein bisschen zum Spaß. Juhu. Hat er da einen Green Shell gehabt und dann 3 Reds? Sieht fast so aus, ja. Den 3 Reds hätte ich eh nichts entgegensetzen können in dem Sinne. Wow. Da habe ich jetzt keinen Wheelie gezogen. Man muss ja immer so ein bisschen taktieren. Zieht man den Wheelie und versucht einen Pilz zu überspringen? Oder zieht man den Wheelie nicht und hofft, dass man noch auf einen springen, auf einen draufkommt? Das ist... immer eine schwierige Entscheidung. Vor allem auf 100 ist es dann eher sinnvoll, da nicht den Wheelie zu ziehen, weil man da meistens dann noch drauf landen kann. 150, wenn man sich unsicher ist, eher den Wheelie. Also ich ziehe meistens zu selten den Wheelie und verkack's mir dadurch. Aber ja, ansonsten eher den Wheelie. Jo, was ziehen wir denn jetzt im Item? Irgendwas Schönes, mit dem wir vielleicht auch mal aufholen könnten, theoretisch. Ein roter. Juhu. Vor allen Dingen sinnvoll, wenn er noch 2 hat. Da zieht man noch gerne den roten. Und ich fahre jetzt schon wieder ohne Wheelie den ganze Strecke lang. Yes. So. Das Einzige, was uns das Rennen hier noch bescheren könnte, wäre ein Pilz? Ich weiß gar nicht. Kommen wir... Ja, okay, das ist die Wolke. Schade. Ja, keine Ahnung. Ich meine, er fährt das natürlich auch eiskalt hier runter und... Bam, wir kriegen noch ein Item, wir kriegen noch einen Pilz, jawohl. Nee, keine Ahnung. Also, mich würde es nicht wundern, wenn wir hier ein 4-0 kassieren. Weil jetzt bin ich auch von der Stimmung her irgendwie nicht mehr drin. Aber wir müssen uns wieder ein bisschen zusammenreißen, weil wie gesagt, gleich kommt noch Regenbogen gegen ihn. Und das würde ich dann schon gerne nochmal ein bisschen aktiver fahren. Kann man den SC auf 100 ziehen? Ich glaube ja nicht. Von daher, falle ich hier einfach mal runter. Und hoffe auf den Glitch, dass man ins Ziel kommt, ohne dass es angezeigt wird. Aber das gibt's nicht.
weiß nicht, gerade kommt mir das ein bisschen seltsam vor. Ich meine, bei Kampf um den Kurs ist es ja generell so, dass man immer Strecken gewinnt, die auch dann hält. Und das ist bei mir das Problem, was bei der ersten Session aufgetreten ist, was mittlerweile, juhu, schon wieder die Wolke, zieht irgendwie immer an dem Item, kann das sein? Na, schade. Diesmal hat das mit dem Antäuschen nicht geklappt. Ich weiß, ich bin dann immer ruhig, wenn ich versuche, die Wolke abzugeben, aber auf der anderen Seite, ich meine, was soll man sonst machen? Ich meine, ich hätte weiterfahren können, aber dann zieht er halt ein Item auf 2 und ob ich dann wieder rankomme, ich meine, so komme ich jetzt recht nicht wieder ran, das ist klar. Da braucht man auch nicht großartig drüber nachzudenken, aber die einzige Chance ist dann eigentlich, die Wolke abzugeben, nehme ich an. Jo, ja, wie gesagt, also was bei der ersten Staffel von Kampf um den Kurs so ein bisschen hinderlich wurde für mein Let's Play insgesamt, für, ja, auch für meine Fahrweise vielleicht ein bisschen, dass man eben so gezwungen ist, so viel zu fahren. Ich meine, im ersten Kampf, in der ersten Kampf um den Kurs Staffel hatte ich auch so viele Strecken, das konnte nicht gut gehen, das ist klar, aber mittlerweile sind mir diese 2 Strecken, die ich halte, auch schon fast zu viel. Ich weiß es nicht, also es ist, ich meine, man muss ja jede 5 Tage auf jeden Fall fahren. Zumindest wenn man einmal verteidigt hat. Ansonsten nach 3 Tagen. Und ich weiß nicht, ich krieg das irgendwie schlecht auf die Reihe. Sei es wegen Clan-Aktivitäten. Oh, er wirft hier sogar ein paar Sachen drauf. Sei es wegen, ja, wegen Let's Plays an sich. Sei es wegen privaten Gründen. Ich krieg es nicht auf die Reihe. Es ist komisch. Ich meine, ich habe jetzt bei den 2 Strecken, die ich halte, habe ich im Prinzip schon 2-3 Mal die Anmeldefrist entweder sehr weit rausgezögert oder sogar überstrichen. Vielleicht können wir hier das Rennen sogar noch gewinnen, aber dafür müssen wir jetzt auf den Pilzen nochmal ein bisschen skillen. Ansonsten wird das nichts. Probieren wir hier nochmal den Wheelie. Genau, jetzt nochmal ein bisschen näher ranziehen. Wenn wir Glück haben, dann reicht es für ihn nicht, wenn ich jetzt hier durchziehe. 1-2, 1-2, ich habe verloren. Man muss sagen, das war sehr eng. ja, es hat ja gewechselt die ganze Zeit zwischen 1 und 2. Ich habe zwischenzeitlich auch gedacht, ich würde da noch besser bei rauskommen, weil ich den Minitoe eben erst später gezogen habe als er, aber das hat dann wohl doch nicht mehr gereicht. Schade drum. Probieren wir wenigstens noch ein 6-2 rauszuholen. Jo, auf was ich eigentlich hinaus wollte, was ich überhaupt nicht im letzten Rennen nochmal thematisiert habe. Es ist, je anstrengender es wird und je mehr man sich zu solchen Matches festgeschrieben fühlt, was jetzt keine Kritik sein soll an irgendjemanden, der mich fragt, ob ich Match fahren will, ja, je mehr man das einfach fahren muss und nicht selbst in freien Stücken das sagen kann, ja, jetzt würde ich gerne mal fahren, desto weniger Bock hat man zum Fahren. Und desto weniger motiviert ist man dann auch tatsächlich, so ein Match zu gewinnen. Weil dann denkt man sich, ja, wenn ich jetzt gewinne, dann muss ich in 3-4 Tagen schon wieder spielen. Das ist irgendwie dann Fail. Und ich weiß nicht, das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich in letzter Zeit auf Pilzschuss so gurke. Und die letzten beiden Matches beinahe verloren, das Match hier verloren habe. Und das Match hier auch noch 7-1 verlieren werde, was ja auch schon ein ganz schöner Brocken ist. Also 7-1 auf einer Strecke, die mir halbwegs gut liegt, das ist schon hart. Aber, naja, wie gut sie mir liegt, hat man ja gesehen in den Parts hier. Nee, in dem Part hier. Ich bin gespannt, wie das noch gleich auf Regenbogen wird. Jetzt haben wir einen Blue Shell gezogen, aber im Endeffekt bringt er uns wahrscheinlich wenig. Wir können vielleicht, also vielleicht Blue Shellen wir ihn runter, wenn wir Glück haben. Das wäre so, ja. Nee, er ist sogar genau auf dem Pilz noch gelandet. Also das hat er gut gemacht. Ah, nee, doch nicht. Sah so aus, war dann wohl doch nicht so. Ist jetzt die Frage, hebt man sich die 3 roten auf oder versucht man damit ihn zu backspammen? Ich weiß es ehrlich gesagt selbst nicht, was hier am besten anbietet. Ich werde probieren in der Kurve zu backspammen, wo die Pilze. Nicht wo die Pilze, wo man in die Höhle fährt. Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. So. Juhu, er zieht auch 3 rote, dann bringt es natürlich nichts mehr, die aufzuheben. Und wenn er jetzt noch Pilze zieht, dann heißt das sowieso für Nacht, weil dann kann ich ihn wenig aufhalten. Aber jetzt hat er, zumindest ein bisschen ist er jetzt hier noch gegurkt. Könnte sein, dass mir das jetzt noch zum Sieg verhilft. Weil vielleicht schafft er es nicht mal mit einem Pilz hier nochmal ranzukommen. Aber man wird es sehen. Vielleicht auch doch. Kein Plan.
Hier kommt noch ein Red Shell, aber der kommt nicht an. Ja, wenigstens noch ein 6-2 rausgeholt. Auch wenn es auf den ersten Blick jetzt nicht so ausgesehen hat. Gleich geht's weiter auf Regenbogen. Ich hoffe, ihr bleibt dran. Ihr also guckt das nächste Video. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt an einem Tag hochlade oder nicht. Kein Plan. Wir sehen uns dann wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.